Ja. Muss ich buzzern? Ja. Nein. Soll ich nochmal Regeln erklären? Okay, 3, 2, 1. Ich hab nichts zum buzzern. Ey, der arme Mann. Wer hat Jules jetzt verarscht? Wer war das? Wer war das? Ich schreibe jetzt schon mal Jules auf, ne? Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Dümmste ist raus. Und da hat sich, glaube ich, jemand gerade schon beworben. Jules ist zum ersten Mal dabei. Ansonsten haben wir... Ich auch. Was? Jules war schon mal. Jules war schon mal dabei. Jules war zum ersten Mal dabei. Ich war schon mal dabei. Alter, hat er letztes Mal gewonnen. Ja, das glaube ich nicht. Also, ich bin so verwirrt. Also, wir setzen mal nicht um Geografie ging, waren meine Chancen schon hoch. Wir haben Team Pietsmeet dabei, diesmal auch mit Jay als erstes Mal Kandidat. Deswegen darf ich das heute auch moderieren. Er hat sich das gewünscht, heute mal als erstes rauszufliegen. Juhu. Schön, dass du mitmachst, Jay. Jules ist noch dabei, Luca und Martin. Hallo. 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 So, ihr kennt hoffentlich die Regeln. Das machen wir einmal im Jahr. Falls ihr es nicht kennt, ich stelle gleich ganz viele Fragen. Man muss Bank sagen, um die Punkte zu safen. Am Ende einer jeden Runde fliegt einer raus, darf rausgevotet werden. Und ganz am Ende, wenn nur noch zwei drin sind, gibt es ein Finale. Und derjenige, der dieses Finale gewinnt, ist offiziell der Schlauste von Pietsmeet, was nichts heißt. Sind wir mal ganz ehrlich, aber egal. So, habt ihr noch Fragen? Nee, ich warte auf deine. Wo ist denn jetzt der Buzzer? Ich hab schon aufgeschrieben. Alter, vor mir ist Peter dran, okay. Das muss ich mir also, die Reihenfolge ist die TS-Reihenfolge. Also wir beginnen jetzt gleich mit Brammen. Dann gehen wir zu Christian, Jay, Jules, Luca, Martin, Peter und Sepp. Und dann geht's wieder von vorne los. Ihr habt jetzt gleich 3 Minuten 30. Ganz entspannt. Und wir beginnen mit Brammen. Ich starte die Zeit, sobald ich die Frage gestellt habe, okay? Okay. 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 Dann starten wir jetzt. Brammen. Welche Stadt hat in Polen die meisten Einwohner? Warschau. Das ist korrekt. Christian, wie nennt man neugeborene Hunde? Welpen. Das ist korrekt. Jay, welches Amt bekleidete Arnold Schwarzenegger von 2003 bis 2011? Senator von Florida. Das ist falsch. Gouverneur von Florida. Jules, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt? Dumm, Sesamstraße. Das ist korrekt. In welchem Jahr feierte unser Sebastian Lenzen seinen 30. Geburtstag, Luca? Yo, keine Ahnung. 2020. Das ist falsch. Danke. 2018. Martin, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Es geht doch richtig. Weiter? Krass. Peter. Was graben die Shoshonen in der Schuh des Manitou aus? Ein Klappstuhl. Das ist korrekt. Sepp, wie heißt der vorletzte Präsident der USA? Obama. Das ist korrekt. Brammen, welchen Spitznamen hatte der Kühlschrank, der 16 Monate unausgepackt? Das ist korrekt. Christian, wie viele Sterne hat die EU-Flagge? Ach, keine Ahnung. 32 Zähne, Sterne. Das ist falsch. 12. Jay, wie heißt die Hauptstadt von Belarus? Minsk. Das ist korrekt. Jules, wann war der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor? 1944? Falsch, 1941. Ja, Luca, auf welchem Kontinent befindet sich der Kilimanjaro? Asien. In Afrika. Schade. Martin, welche deutsche Stadt ist unter anderem für das Kraftfahrtbundesamt bekannt? Flensburg. Das ist korrekt. Peter, aus welchem Land kommt die Technologiefirma Samsung? Südkorea. Das ist korrekt. Frank. Sepp, wofür hält Paul Hahn den Rekord, der bei 118,1 Dezibel lag? Das lauteste? Furzen der Welt. Falsch, rülpsen. Brammen. Welcher britische Action-Schauspieler spielte neben Sylvester Stallone die Rolle von Lee Christmas im Film The Expendables? Welcher Schauspieler? Das ist korrekt. Ja, wie viele Spieler gibt es in einem Wasserballteam, Christian? Ach, Alter, was sind das? Keine Ahnung. Pro Team 5.
Falsch, 7. Jay, wie viele Herzen hat ein Oktopus? 3. Das ist korrekt. Jules, welches Land hat in seinem Mutterland die meisten Zeitzonen? Russland? Das ist korrekt. Luca, welcher Sänger war unter anderem als The King of Pop bekannt? Michael Jackson. Das ist korrekt. Bank. Sehr gut. Martin, was ist 2 hoch 10? 200. Das ist falsch. 1024 und damit ist die Zeit auch rum. Oh, wow. Seid, ihr habt 12 Punkte euch erarbeiten können. Und jetzt würde ich euch kurz mal bitten, dass ihr eine Person aufschreibt, die ihr raus wollten, voten wollt, die für euch der dümmste ist. Das ist nächstes Mal aber super schwierig, finde ich. Das ist wirklich schwer. Also ich finde, wir ganz hinten hier haben das ja ganz gut gemacht, ja. Also ich bin ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt raus bin, bin ich happy, dass ich Russland wusste. Du hast Russland also gemacht, also das gibt Pluspunkte, Jules. Das Problem ist, bei manchen Fragen, die falsch beantwortet wurden, die fand ich so schwer, dass das offensichtlich ist, dass die, also die hätte ich halt auch nicht beantwortet. Kilimandscharo? Ja, die meine ich jetzt nicht. Den habe ich schon nie gehört. Peter sagt auch, die meine ich jetzt nicht, eine Geografiefrage. Also. Ja, okay, die hätte ich vielleicht auch falsch beantwortet. Aber ja, ich was soll denn das jetzt? Was ist das denn hier? Ich höre es inzwischen schon. Okay. Haben alle aufgeschrieben oder braucht noch jemand? Ja, es war nicht allzu schwer. Nee, das stimmt. War nicht so viele Buchstaben. Ja. Hast du dich selber aufgeschrieben? Oh nein, Mann. Ich wollte gerade sagen, du hast... Okay, ich halte in die Kamera. Aber es war sehr schön mit euch, ich danke euch. Nee, man darf sich nicht selber voten. Warum das denn nicht? Klar darf sich selber voten. Natürlich darf sich selber voten. Wie lange muss ich denn jetzt hier in die Kamera halten? Ja, sobald alle das gemacht haben. Haben wie alle jetzt, wie? Halten fertig. Alle ihre Vote in die Kamera. Alles klar, wenn jeder gewotet hat, dann darf Brammen beginnen. Bram, wen hast du denn gewählt? Jay, weil er eine krasse Konkurrenz ist. Okay, Christian. Martin. Wow. What the fuck? Okay. Ich habe Luca genommen, weil... Ey, was für Überraschung. Ich hätte den Mann schauen, dann soll ich mal nehmen. Er ist auch krank. Smart. Er ist auch krank und deswegen verdient frei. Wollte ich, dass er halt sich erholen kann. Dass sich schonen kann, okay. Ja. Jules. Ich fand das super schwierig, ehrlicherweise. Aber ich glaube, bis auf Michael Jackson wusste Luca auch keine Antwort. Deswegen habe ich ja leider auch Luca genommen. Sorry, Luca. Was? Ey, Jules, wie alt ist Sepp? Sepp müsste 34 sein, weil er etwa so alt ist wie ich, ne? Frech. Okay, dann Luca. Ich habe Chris, weil ich glaube, der hat keine Frage richtig. Okay, Martin. Ich habe Luca. Weil mir wäre dann nicht, also mir ist zumindest nicht aufgefallen, dass Chris keine richtig hatte, aber mir ist aufgefallen, dass der Kilimandscharo falsch ist. Gut, dann nehmen wir noch Peter, aber. Ich habe auch Luca. Christian hat zwar, also Christian hat einfach die super schweren Fragen bekommen und Luca soll mal schneiden gehen. Weißt du, der Diss. Du liegst eine Woche flach, krank, kommst wieder. Zu dem Format. Pünktlich um 10 Uhr auf TS dafür, dass dein Chef dir sagt, der soll mal schneiden gehen. So werde ich aber hier behandelt. Komm bei Pizza Motivation, ja. Und Luca, ich, sag dir jetzt noch weil was. Jay einfach ein krasser Ficker ist und genauso viel falsch hat wie Luca. Okay, das ist jetzt nicht. Tropfen auf den heißen Stein in dem Fall. Was ist das für eine Lüge? Boah, ich liebe dieses Format, Leute. Ey, wirklich. Die letzten beiden Male bin ich als erstes rausgeflogen. Luca, ich verstehe das. Ich hätte dich nicht gevotet. Ich hab dich auch nicht gevotet. Das war unmöglich für dich. Tschüss, Luca. Ja, das ist in dem Fall jetzt egal. Also, wegen Luca, der Geografiefrage wirst du von Peter rausgevotet. Das ist... Also, gedisst. Luca, du musst in der nächsten Folge, die du schneidest, Peter richtig gut darstellen lassen. Ich muss das ja auch noch schneiden. Ey, umso weniger du, umso kürzer ich meine, du noch da bist, umso weniger musst du dich noch schneiden. Das heißt aber auch, du darfst, jetzt schon mal anfangen. Du darfst dir den Hintergrund bei Peter aussuchen, oder? Nee, ich hab ohne Greenscreen. Bei allem. Oh. Tja, Luca, du bist leider der dümmste. 4 Votes. Jay hat 2, Martin und Christian jeweils nur 1. Luca, du bist der dümmste und darfst dich jetzt hier verpissen. Tschüss! Tschüss! Hab dich lieb! Ja, ist schon weg. Ich glaub, so. Morgen kommt die Krankschreibung. Also, wir haben ein kleineres Team, Luca fehlt und wir machen das Ganze jetzt nochmal, aber mit 3 Minuten 20, also 10 Sekunden weniger.
Ja, 12 Punkte. Wir starten wieder bei 0. Martin war derjenige, der zuletzt geantwortet hat. Das heißt, Peter wird diese Runde beginnen. Und ihr seid bereit? Ja. Yes. Yes. Sehr gut. Die Zeit startet, sobald ich die Frage gestellt habe. Peter, in welchem See treibt das Seeungeheuer Nessie sein Unwesen? Loch Ness. Das ist korrekt. Sepp, wo ist die Mona Lisa von Leonardo da Vinci ausgestellt? Im Louvre. Das ist korrekt. Brammen, wer spielte Django im Film Django Unchained? Jamie Foxx. Das ist korrekt. Christian. Dank. Welches Pokémon ist der treue Begleiter von Ash Ketchum? Ach, Pikachu. Das ist richtig. Jay, wie heißt die Hauptstadt der Schweiz? Bern. Korrekt. Jules, wie viele Punkte erhält man für einen verwandelten Freiwurf im Basketball? 3. Das ist falsch. 1. Martin, wie viele Tage dauert es in etwa, bis die Erde die Sonne umkreist? 365. Richtig. Peter, wie heißt die Stadt Konstantinopel heute? Jerusalem. Istanbul. Falsch. Sepp, aus welcher Stadt kommen die Beatles? Das ist London. Liverpool. Falsch. Brammen, wie viele Tasten hat ein klassisches Klavier? 102. 88. Christian, ja oder nein? Ist 2022 ein Schaltjahr? Nein. Das ist richtig. Jay, wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? 9. 8. Jules, Quasimodo war der Klöckner welcher Kirche? Notre Dame. Richtig. Martin, wer moderiert die Sendung Stern TV? Boah. Thomas Gottschalk. Steffen Halaschka. Peter, Alter. Wie viele Nieren hat ein Mensch im Normalfall? 2. Das ist richtig. Sepp, in welcher Stadt leben die Simpsons? Das ist Springfield. Das ist richtig. Bank. Brammen, wo befindet sich der Big Ben? Der Big Ben in London. Das ist korrekt. Christian, wer lebt in einer Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob Schwammkopf. Richtig. Jay, woraus ist das stärkste Haus in Die drei kleinen Schweinchen gebaut? Aus Stein. Metall. Ich lasse es gelten, es ist Ziegel. Ziegel ist noch besser. Jules, okay. Welcher ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems? Oh shit. Pluto? Es ist der Merkur. Falsch. Martin, wie hieß der Nachbar von Peter Lustig? Keine Ahnung. What the fuck? Der hat einen Nachbarn gehabt? Ist der nicht obdachlos? Alter! Ich brauche eine Antwort. Harald Schmidt. Herr Paschulke. Harald Schmidt, Peter, Alter. Wie hieß New York City ursprünglich? Wait, what? New York. New Amsterdam. New Amsterdam! Sepp, in welcher Sportart wurde Katharina Witt Olympiasiegerin? Eiskunstlauf. Das ist korrekt. Und damit ist die Zeit auch rum. Dieser eine Punkt, den schreibe ich euch noch gut. Mein Gott, das damit ist so seid jetzt bei 22 ja. Punkten. So. Hey, 10 Punkte bei 10 Sekunden weniger ist okay. Ja. Ihr habt wieder die Möglichkeit, jemanden rauszuvoten. Also bitte schreibt jetzt die Person auf und haltet sie in die Kamera. Dann. Das ist jetzt interessant. So, glaube ich. Jetzt spannend. Bist du eigentlich Statistik, wer wie viel falsch hatte und so? Natürlich. Natürlich, klar. In deinem Kopf hoffentlich, Peter. Ja, mach ich auch. Bist vor allen Dingen, wer hier wieder Fragen zum Sonnensystem falsch beantwortet hat. Zum Beispiel das. Man kann ja auch drüber nachdenken, wer Punkte verschenkt hat, wer Sonne ganz halt viel richtig hat. Ne? Das ist ja auch. Man kann ja sich auch überlegen, ist ja auch immer die Frage, wie man taktisch spielt. Votet man jetzt jemanden raus, der stark ist oder der schwach ist? Ne? Das muss man sich ja immer überlegen. Und ich hoffe, ihr habt eine Person aufgeschrieben und haltet die jetzt in die Kamera. Ja, und schon wieder eine halbe Minute lang. Mein Arm wird schwer. Deswegen gehen wir jetzt zu Brammen. Wen hast du denn dir ausgesucht? Ja, ich finde, Sepp ist diesmal seinem Bankjob nicht gut nachgekommen. Deswegen vote ich den. Ich habe alles richtig gehabt, Pimmel. Ja, kannst du trotzdem Bank sagen.
Ja, nee, wenn Peter davor alles falsch hat. Hallo, ich hatte nicht alles falsch, ich hatte voll viel richtig. Hier wird ja, okay. Nicht nur darum, ob man richtig hat, auch starke Gegner müssen raus. Hier wird Unmut gestreut. Ich glaube nämlich, das ist dein Problem. Christian. Ja, ich bin da ganz bei Bram. Taktisch spielen, ich habe nichts geändert. Da steht Martin. What the fuck? Der hat auch noch 30 Sekunden verschwendet mit seiner Antwort. das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber ansonsten halte ich den einfach für einen starken Gegner. Okay, dann Jay. Plus 1 und er muss cutten gehen. Kacken gehen? Die einzigen Menschen, die hier arbeiten, sind die Cutter, ne? Genau. Schnell auch wieder zurück. Schnell wieder zurück, ja. Ja. Jules, wen hast du dir denn ausgesucht? Ja, ehrlicherweise auch Martin, weil die Geschichte mit Herr Paschulke fand ich ein bisschen schade. Das ist so, also, dass man das... Okay. Ja, ich hab nämlich, ich hab Jules, ne? What the fuck, Pluto? Ich meine, Jay hat sich vielleicht wirklich verzählt, ne? Aber Pluto ist halt, das geht halt nicht. Jules, raus mit dir. Ist der nicht sogar so klein, dass er gar kein Planet mehr ist? Das ist richtig, Jules. Das war die Krux an der Wieso sagst du dann Pluto? Ja, sorry, ich dachte, das war eine Fangfrage. Ja, also so halb war das, ja dann. Also ich hab deswegen auch Jules tatsächlich. Okay. Ich hab Jay aufgeschrieben, einmal Bank und einmal falsch. Ja, tut mir leid, Martin. Gut, dann haben wir einmal Sepp, einmal Jay, zweimal Jules, dreimal Martin. Damit ist Martin der Dümmste in dieser Runde und ist jetzt damit raus. Keine Cutter mehr hier. Hm. Ja, müssen halt alle arbeiten, ne? Ja. Dann tschüss. Noch viel Spaß und tschüss, bis dann. Tschüss, Martin. Peter sends his regards. Ich hab Martin nicht gewählt. Boah, ja. Ihr seid krass, dass ihr die Starken rausvotet und dann auch noch so quasi einheitlich, ist schon hardcore. Martin hat gerade 10 drei. Stunden von den das 3 klingt Minuten ein bisschen, genommen. Als würdest du mich ja, als schwach stimmt. bezeichnen, ehrlicherweise. Er bezeichnet ja, ich sich bin damit ja auch sogar schwach. Selber schwach, ja, also. So. Ja. Ich werde ja auch von niemandem gewotet. Jeder die wünscht sich das Finale mit mir. Jules hat immer noch Russland gehabt. Ja. Das ist was auch Jules sehr überrascht. Das hält aber lange vor bei dir, Jay. Ja, ich bin auch überrascht. Das kann man sich merken für die Zukunft. Wie heißt der nochmal? Stabsführer Jules? Zweite Runde hatte ich die etwas besseren Fragen, muss ich sagen. Die waren sehr leicht. Was? Kommt drauf an, was für leichte oder schwere Fragen man bekommt. Ja komm, wer wohnt denn an das ganz tiefe Meer? Ich hab mitgewirkt. Sigmar Gabriel. Herr Paschulke. Adolf Hitler. Okay, das ist okay. Mein Zeichen, dass wir jetzt in die dritte Runde gehen. Ihr habt jetzt 3 Minuten 10, also wieder 10 Sekunden weniger. Sepp war derjenige, der die letzte Frage korrekt beantworten konnte. Das heißt, wir beginnen jetzt bei Brammen. Hat Bram jetzt direkt auch einen Plus-1-Punkt? Nee, den hat er nein, bei dir. Nein, wir starten ja wieder bei 0. Genau, habe ich dir gut geschrieben. Okay, Bram, beziehungsweise auch alle anderen, ihr seid ready? Hab dafür. Yes. Okay, Zeit startet, wenn ich die Frage gestellt habe. Brammen, was können Eidechsen tun, um Fressfeinde zu verwirren? Den Schwanz abwerfen. Das ist korrekt. Christian, in welchem Land findet man die spanische Treppe? In Italien. Das ist korrekt. Jay. Bank. Was macht Ted Mosby aus How I Met Your Mother beruflich? Der ist Architekt. Richtig. Jules, von welcher Videospielreihe gibt es Spiele mit den Untertiteln World at War und Black Ops? Oh, puh. Call of Duty? Ja, das ist korrekt. Peter, wie viele Pokémon gab es im Pokédex der Edition Blau und Rot maximal? Boah, das ist fies. Ich sage 150. Lass ich gelten, 151 mit Mew oder wie der auch immer aber das heißt. Sepp, mit welcher Währung zahlt man in Japan üblicherweise? In Japan ist das Yen. Richtig. Brammen, wie lautet die Abkürzung der Europäischen Weltraumorganisation? ESA. Das ist richtig. Christian, auf welchen Achsen gibt man Koordinaten im dreidimensionalen Raum an? X, Y und Z. Richtig. Jay, wo befindet sich der Sitz des Bundespräsidenten in Berlin? In Bellevue. Schloss Bellevue, Bellevue. Korrekt. Jules, wie heißt der Beruf, bei dem man sich mit der Produktion von Wein beschäftigt? Sommelier? Das ist falsch, Winzer. Peter, wer soll sprichwörtlich bei seinen Leisten bleiben? Der Schuster. Das ist richtig. Sepp, wie viele Mannschaften befinden sich in der ersten Fußball-Bundesliga? 18. Richtig. Brammen,
Wie heißt das größte Organ des Menschen? Die Haut. Das ist korrekt. Christian. Dank. In welchem Bundesland befindet sich die Stadt Schwerin? Schwerin ist die Hauptstadt von weiter. Mecklenburg-Vorpommern. Jay, wie heißt das Spielgerät beim Eishockey? Puck. Das ist richtig. Jules, wie heißt der Hund von Mickey Mouse? Plitter. Das ist richtig. Peter, welches Land ist gleichzeitig die größte Insel der Welt? Australien. Das ist falsch, Grönland. Sepp, wie viele Sekunden hat ein Tag? Weiter. 86.400. Brammen, ja oder nein? Spock aus Star Trek ist zur Hälfte Mensch. Ja oder ja. Nein? Ja. Das ist korrekt. Christian, wie viele Bundesstaaten haben die USA? 51. 50. Jay, was macht Kinder froh und Erwachsene ebenso? Haribo. Das ist richtig. Jules, wo wurde 1910 in Deutschland das erste Sportamt gegründet? Berlin? In Wuppertal. Und klar. Peter, wer moderiert das ZDF-Magazin Royal? Böhmermann. Das ist korrekt, das lasse ich noch gelten. Und damit ist die Zeit vorbei. So. Ja. Das waren 3:10. Und ihr dürft jetzt wieder eine Person aufschreiben, die ihr gerne rausvoten wollt. Aktuell habt ihr 44 Punkte übrigens. Ja, krass. Das heißt, wir haben 20 Punkte in der einen Runde jetzt gemacht. Mit weniger, das war krass. Weniger, das war echt Zeit. Eine gute Runde. Ich habe einmal Bank gesagt. Ich habe einmal gepokert, nicht Bank zu sagen, in der Hoffnung, dass wir 3 hintereinander schaffen. Und dann habe ich versagt. Das sollte ich euch jetzt vielleicht nicht sagen. Sei froh, dass hier schon steht, wenn ich gewotet habe. Den Mut appreciate ich. Und deswegen stehst du nicht auf meiner Liste. Also, habt ihr eine Person aufgeschrieben und haltet die auch in die Kamera? Ja. Achso, nee, das, jetzt. Ja. Habe ich schon lange. Okay, dann beginnen wir wieder bei Brammen. Wen hast du dir denn? Ja, 20 Sekunden, um dann nicht zu antworten mit MacPom. Das hat mir zu lange gedauert, Chris. Ich muss ja überlegen. Okay, dann dieser Chris darf jetzt auch seine Person nehmen. Jay, einfach random. Jay. Sebastian hat mir imponiert, weil er direkt weiter gesagt hat, als sie diese Frage gekriegt hat, im Gegensatz zu Christian, der halt bei der Geografiefrage, die er eigentlich wissen muss, versagt hat. Deswegen das Christian. Ist richtig. Okay, Jules. Ich war der festen Überzeugung, dass er meinen Namen nennt, aber ich dachte mir, um dann anderen einen Gefallen zu tun, um nicht den stärksten Gegner im Finale zu haben, habe ich Brammen aufgeschrieben. Brammen, damit auch ein Vote. Ich habe Christian auch genommen. Okay. Ich habe Jay anerkennt seine guten Antworten diesmal nicht aufgeschrieben, sondern Jules. Und ja. Okay, damit haben wir alle Personen durch. Jules hat ein Vote, Bram hat ein Vote, Jay hat ein Vote, Christian hat 3 Votes. Damit ist Christian in dieser Runde der Dümmste und ist damit leider raus. Das stimmt schon. Ja, oder Christian. So wie bei mir, bevor ich 8 Stunden lang rumrechne, einfach weiter sagen, das ist auch nicht schlecht. Dann darfst du jetzt gehen, Christian, und du bist der Dümmste. Bis später. Tschüss. Und raus. Ich glaube, ich bin noch nie so weit in einem Format gekommen, dass noch mir benannt wurde. Das ist echt cool. Jules. Also nicht gut schon Jules, also. So, wie gesagt, ihr habt 44 Punkte. Jetzt haben wir 3 Minuten glatt als Zeitlimit. Und Peter war derjenige, der zuletzt eine Frage beantworten konnte, die auch richtig. Und das heißt, wir beginnen jetzt mit Sepp. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Yes. Zeit startet, wenn ich die Frage vorgelesen habe. Sepp. Welcher Film mit Jared Leto wurde 2022 zum Meme? Weiter. Morbius. Brammen. Welcher bekannte Schauspieler feiert Premiere im neuen Cyberpunk-DLC? Weiter. Idris Elba. Jay. Für welches Tier steht die Abkürzung Muli? Maultier. Richtig. Jules. Wildberry Lele ist von Ich weiß nicht, was das ist, sorry. Nina Chuba. Peter, wie heißt das mobile Sammelkartenspiel im Marvel-Universum? Snap. Das ist korrekt. Genau der Richtige. Sepp, wie heißt das? Ach Quatsch, wie alt ist der jüngste Teilnehmer einer Fußball-WM? 16.
17. Brammen, welcher Vampir verliebt sich in Bella Swan? Keine Ahnung, Harald Schmidt. Edward, Jay, welche ist die zweithöchste Stimmlage beim Singen? Die zweithöchste. Sopran. Mezzosopran. Jules, wer verkörpert den Antihelden Black Adam? Dwayne The Rock Johnson. Das ist richtig. Peter, womit schmecken Schmetterlinge? Mit ihren Fühlern. Mit den Füßen. Oh. Sepp, welches Forza Horizon ist momentan das aktuelle? 4. 5. Brammen, zählen Koalas zu den Bären? Nein. Das ist richtig, sie sind Beuteltiere. Dank. Jay, mit welchem Trick können sich Kajakfahrer aus einer schwierigen Lage retten? Mit einer Wende, also mit so einer Schwungwende. Das lasse ich nicht gelten, Eskimo-Rolle. Jules, wo wurde 1982 die erste Eisenbahnreparaturwerkstatt eröffnet? Amerika? In Krefeld, Oppum. Okay. Peter, an welchem Spiel arbeiten Rocksteady, die ehemaligen Macher von Batman, gerade? Suicide Squad. Das ist richtig. Sepp, über welches Geschenk freut sich Rocket in Holiday Special von den Guardians ganz besonders? Bombe. Nein, die Armprothese von Bucky. Brammen, in welcher Stadt steht der Alvetta Zoo? Ich bin in Amerika. In Münster. Jay, Michael Jacksons Musikvideo, in dem Zombies rumlaufen, Thriller. Ist zum Lied richtig. Jules, wie viele Runden gibt es im Profiboxen höchstens? 10. 12. Peter, wie viele Weltrekorde stellte Usain Bolt bei den Weltmeisterschaften 2009 auf? 8. 2. In welchem Bundesland, Sepp, liegt das Bergische Land? NRW. Das ist korrekt. Und Brammen, welches Tier spielt man in Stray? Eine Katze. Das ist korrekt. So, damit ist der Timer abgelaufen. Die drei Punkte, die schreibe ich euch gut. Das war eine sehr harte Runde, Mann. Punkte habt ihr jetzt. Also nicht so viele geschafft in dieser Runde. Alter, Krefeld-Oppo. Krefeld-Oppo hätte man ja wohl wissen können, oder? Das hätte man wissen müssen, ganz klar. Also da bin ich bei euch. Dankeschön übrigens an Sven fürs Vorbereiten der Fragen. Kann man hier nochmal passend erwähnen. Das erklärt einiges. Ja. Sven ist Zugfan. Okay, das heißt, auch in dieser Runde dürft ihr wieder eine Person aufschreiben, die eurer Meinung nach der dümmste ist. Das könnt ihr jetzt gerne tun. Haltet das in die Kamera. Behalten. Okay. Boah. Also ich fand das sehr schwer, bin ich ehrlich. Also ich weiß, Bram wählt mich schon aus Rache, aber ich fand das jetzt sehr schwierig, diese Runde jetzt irgendwie hier zu wählen, weil das waren echt krasse Fragen dabei. Krefeld-Oppo muss schon... Muss ja irgendwann mal anziehen, ne? Ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt alle eine Person in die Kamera gehalten. Und wir beginnen diesmal, würde ich mal sagen, bei Jules. Okay, ich habe Jay genommen, weil er einfach viel zu viel wusste. Und das ist ein zu harter Gegner fürs Finale, wer auch immer ins Finale mit ihm kommt. Okay, dann Peter. Ich habe versucht, mir aufzupassen, wer die meisten falsch beantwortet hat. Und ich bin dann durcheinander gekommen und glaube aber, es war entweder Sepp oder Bram und habe Bram aufgeschrieben. Okay. Ich habe Jules aufgeschrieben. Easy. Weil war lustig. Ich verstehe es. Okay, Brammen. Ich habe Jay aufgeschrieben, weil ich glaube, der ist stark. Ah, zweiter starker Vote für Jay. Und ich habe Brammen aufgeschrieben, weil er halt voll verkackt hat diese Runde. Gut, das heißt, wir haben ein Vote für Jules und jeweils zwei Votes für Brammen und Jay. Das bedeutet, ihr dürft jetzt nochmal voten. Und in dem Fall eigentlich nur, wer hat für Jules gewotet? Ist ja eigentlich egal, ihr dürft also einfach alle nochmal voten, würde ich sagen. Jules. Ich denke, ihr bleibt bei Jay oder Bram jeweils, aber votet Jay bitte, oder Bram nehmen. Votet bitte alle nochmal, genau, und ihr dürft nur Jay oder Bram wählen. Wir gehen einfach alle nochmal durch, falls sich jetzt jemand doch noch umentscheidet. Nur Jay oder Bram. Und ich hoffe, ihr habt euch alle entschieden. Ja. Und wir beginnen erneut mit Jules. Hallo? Achso, sorry. Ich habe mein Vote nicht geändert. Entschuldigung. Jay. Okay, Jay, ein Vote. Ich habe mein Vote auch nicht geändert, Bram. Okay. Ich habe mein Vote auf Jay geändert, weil Jay einfach ein krasser Ficker ist und mich platt machen würde. Okay, Brammen, wählst ja, wahrscheinlich... Ich wähle logischerweise Jay und nicht mich. Und Jay wählt...
Ach, Bram. Logischerweise Bram. Und damit hat Jay die meisten Votes 3 zu 2. Ja, ich werde rausgekickt, weil ich der Klügste der bin. Dümmste. Das ist das Schlechteste, was es gibt, Alter. Aber eine Wende ist keine Rolle. Aber ist appreciated. Aber Chimo-Rolle hätte man wissen können. Ja, komm, und ich sag sogar, das ist eine Wende. Eine Wende ist was anderes als eine Rolle. Hä? Das Wort das ist so bekannt. Das habe ich sogar gemacht. Ja, ich habe sogar die Bewegung gemacht, Alter. Ja, das sehen wir ja nicht. Ja, ich weiß. Aber was ist denn sonst eine Wende, wenn du mit einem Kanu ist, wenn du dich umdrehst, 180 so, Grad in die andere man Richtung. Sich, wenn dann hinten von hinten das Seeungeheuer aus Loch Ness kommt, ja, da kriegt euch halt alle, Wende. Ey. Jetzt ändert alles nichts, Jay. Ah, da ist er schon raus. Der alte halt Salzlord. Ja. Ja, das wird ein schöner Aufnahmetag für euch, glaube ich. So. Du bist also der Lieblingsmoderator, oder? Habe ich gehört. Ja, weiß ich nicht. ich finde, ich habe alles richtig gemacht. Ich so, auch. Jay kann ich von meiner Liste schon streichen.